Moin! Tag 1 ohne Kinder. Naja, Also, fast. naja. Eins ist keins. Naja, eins ist keins, genau. Man fühlt sich fast befreit. Naja, eins ist doch nicht keins. Also, ganz so ist es leider nicht. Ich mache mich jetzt zum Menschen. Ja. Jetzt können wir los. Brötchen holen. Es ist total ruhig beim Essen, weil ich kenne, dass unser Kinder da ist, außer die Kleinste. Und die ist ein bisschen krank, ja. Die rotzt vor sich hin. Irgendwie ist jeder immer krank. Wer der Kinder hat, der weiß, wovon wir reden. Ich werde mich winterfest anziehen jetzt, denn ich habe einen Auftrag. Haha! Ein Kalkhof. Das habe ich selbst mal aufgebaut. Vor 5 Jahren oder 6 Jahren ungefähr. War wunderschön. Es hat einen platten Reifen. Die Bremse vorne funktioniert nicht mehr so gut. Einen neuen Bremsbelag. Und ein Fahrradständer muss montiert werden. Ja, das mache ich mal schnell. Dann sehen wir uns gleich unten im Keller in Winterkleidung. Zurück im Keller. Reifen, Vorderrad. Ich baue aus. 15er Schlüssel. Und los. Vorderrad ist raus. Schlauch ist runter. Jetzt putze ich die Felge erstmal. Der ganze Bremsstaub da dran, der ist natürlich nicht so dolle. Den sollte man wegnehmen. Da ist ja nicht der Rand dran hier. Das muss alles weg. Wenn man es dann weggemacht hat, man braucht den Rand nicht mehr. Und ist der Bizeps dran. Ja, so fein. Dieses Jahr ziehen wir richtig los. Ziehen wir richtig durch. So, Schlauchwechsel ist fertig. Dann schraube ich den Bremsbelag ab. So, Bremsbelag abschrauben. Findet ja hier statt. Da. Erstmal abschrauben. Guck mal, die sind runter. Da ist nicht mehr. Ja, also da ist nichts mehr zu holen. Die werden wir sauber gemacht. Dann die Stifte raus. Und dann kommen neue Bremsbeläge rein. Und warum nicht komplett neu, ist ganz einfach. Das sind nämlich XT-Bremsen und da sind diese Aufnahmen natürlich auch von guter Qualität und man kann die ruhig öfter verwenden. Ja, und auch die Verschraubung und so kann man ruhig zwei, dreimal ab- und abschrauben und ranschrauben. Einfach sauber gemacht und jetzt gucken wir mal, ob man das rauskriegt hier, wenn der Stift einfach rauszieht, hier unten drückt und dann mit der Zange rauszieht. Da ist der Stift. Kurz andrücken hier unten mit dem Nagel, mal gegen drücken gegen den hier, zack, oder irgendwas, irgendein Werkzeug, da kann man den hier oben greifen mit der Zange und rausziehen. Da. Und jetzt werden sie noch da rausgeschoben. Zack. So einfach, gute Qualität. Und jetzt wird neu gekauft. Gleich. Alle wieder da. Weiter geht's. M70C steht auf der Verpackung auch drauf. Also muss er ja passen. Ich führe ein. Ja. Und dann hauen wir die Stifte wieder drin. So. Zack. Einer fertig. Wundervoll. Ein bisschen mit Gewalt. Aber funktioniert. Hauptsache drin. Jetzt wird wieder angebaut.
müssen wir natürlich ein bisschen kommen lassen. Ja, das ist gerade Neigen. Jetzt wird aufgepumpt und fertig ist der Lack. Jetzt wird der Bremsbelag eingestellt. Dann positioniere ich euch mal mit einem Gummi. War die beste Halterung, die beste GoPro-Halterung ever. Müssen wir mal gucken, ob der Draht wirklich gerade drin ist. Eine leichte 8. Ein bisschen ausachten. Ich muss dazu sagen, kann man das ausmachen hier? Dass die Felge auch schon jetzt 5 Jahre alt ist, eine ganz günstige Felge eigentlich ist. Keine Hohlkammer, nichts. 2 Unfälle überlebt hat. Und dafür ist es doch recht gut. Ist er noch recht gut in Schuss. Ja, toll, das war's. Zumindest an der Stelle war es das. Jetzt kommt der Ständer hier dran. Ja, der soll wieder angeschraubt werden. Erstmal mache ich ein bisschen sauber, ne? Also das sieht ja furchtbar aus. Funktionieren soll es immer, aber pflegen tut's keiner. Das gilt ja bei allem. Wo ich jetzt die Schraube? Schraube und Sicherungsmutter. Tada! Sprengring. Sicherungsmutti. Naja, ich baue ihm das an, aber es hält, wird nicht lange halten. Also ich schaue es mir heute Abend noch an. Okay, super. Ja? Okay. Bis morgen. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ah, ein Auftrag für später oder morgen. Mal schauen. Und zwar, was ist zu machen? Das Schloss ein bisschen ölen, damit es ein bisschen leichter läuft. Der Schlüssel steckt drin. Hier die Bremse, beide Züge tauschen. Die sind gebrochen. Hier, der ist verbogen. Der muss ein bisschen hochgebogen werden. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und den Tretarm, den Kurbelarm, müssen wir ersetzen gegen einen gebrochenen anderen. Das war's. Fertig. Und jetzt ist Kinderdienst. Ja, der Dennis hat gerade angerufen, oder beziehungsweise hat er schon ein paar Mal angerufen wahrscheinlich. Aber ich konnte nicht ans Telefon, weil ich habe Kinderdienst. Ich muss gerade ein bisschen auf meine kranke Tochter aufpassen. Ab 20 Uhr heute geht's weiter. Da ist meine Frau wieder da. Das ist in einer Stunde. Jetzt ist das erste Mal, seitdem sie losgegangen ist, es ist 7 Uhr, dass ich mich bewegen kann, frei. Die lag die ganze Zeit bei mir auf dem Arm und man konnte sie nicht ablegen. Also wirklich... Oh, ist das schlimm, wenn Kinder krank sind, ist so eingeschränkt. Jetzt wollte sie auf einmal Kopf hoch, tot, Joghurt, auf einmal. Und jetzt essen wir einen Joghurt. Jetzt werde ich gleich Dennis anrufen und ihm sagen, er kann natürlich vorbeikommen. Kommt da bestimmt, wird er mich ein bisschen unterstützen. Vielleicht oder Beistand leisten. Achtung, wir schauen, was passiert. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht.
Ja, Dennis? Ja, du was? Ja. Ja, Mensch, ich habe mir Sorgen gemacht. Im Keller brennt Licht, bei euch war alles aus. Ja, ich liege tot im Keller gerade. Ich rufe an. Kannst du mich mal rausholen da? Ne, wie gesagt, ich bin um 20 Uhr dann da kurz. So, irgendwas willst du wieder? Ich gebe mal ab. Ja, was muss ich gleich machen? Zwei Bremszüge tauschen, Bremszüge ersetzen. Das muss heute noch geschehen. Und einen Kurbelarm tauschen. Am, 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 am. Ja, dann wartet. Dann sind wir nämlich heute fertig. Damit, dann werde ich das alles schneiden später. Wie jeden Abend zum Abschluss kommt immer der Schnitt. Weil das mache ich tatsächlich alleine. Also, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe auch niemanden, der in Frage kommt, der das machen würde. Weil das müsste ja unentgeltlich erfolgen, weil. Wie soll ich denn da bezahlen? Also es müsste schon jemand sein, der sehr enthusiastisch ist, so wie ich, und das alles so macht. Ja, weil da kommt ja nicht mehr rum bei uns. Da, das wäre natürlich toll, wenn man so ein Team haben würde. Aber haben wir halt nicht. Also der Tommy ist ein Ein-Mann-Team eigentlich. Der Dennis gehört jetzt im Moment dazu. Aber der wird ja auch irgendwann, der muss ja auch Geld verdienen, der wird sein eigenes Ding dann machen. Außer wir könnten das irgendwie integrieren. Ich würde Dennis schon gut finden als Teammitglied, weil. Er bringt halt auch viel Lebenserfahrung mit, ne? Auch in Situationen, in die man nicht so alltäglich kommt tatsächlich. Aber wie soll ich das machen? Das finanziert sich ja hier im Grunde genommen nur durch meine Arbeit. Und ich kann nicht so viel arbeiten. Ich kriege ja den Traum so gehandelt. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Familie ist wichtig, Freunde sind wichtig. Dann sehen wir uns gleich im Keller auf alle Fälle wieder, wenn meine Madame da ist. Bis gleich. Hip hip hooray, meine Frau ist da. Over there. And now I can go to work. Fantastico. It is nearly 8. 10 before 8. Now I have to work for 1 or maybe 2 hours. Yes. Was denn? Ach nö. Wir sehen uns gleich im Keller. Bis gleich. We're in the basement now. Wow, wow, we're in the basement now. Okay, geht los. Das Rad haben wir eigentlich fertig, wa? Achso, hier kann ich gar nicht probieren. Bremse funktioniert. Wunderbar. Licht funktioniert. Ständer ist fest. Kann abholen, eigentlich. Da. Ich muss so ein Kamerading dran machen hier, so ein Kamera. Wie nennt man denn sowas, was man so von der Seite zieht, wo die Kamera so dran ist? Scherengestell. Ah, Herkules. So, Herkules, habe ich schon gezeigt? Habe ich schon gezeigt? So, jetzt geht's los. Aber dafür muss ich nicht noch extra bezahlen. Alle kein Geld. So geht das nicht. Natürlich müsst ihr bezahlen, blechen müsst ihr. Schämen solltet ihr euch, mich zu fragen, ob ihr bezahlen müsst. Würde euch eine Ehre sein, zu bezahlen. Oh, überall liegt das Ding auseinander. Oh, die Kamera fällt völlig auseinander nach anderthalb Jahren. Das kann doch nicht sein. Intensiver Benutzung allerdings. Wir kümmern uns erstmal ums Schloss. Das schließt nämlich so gut wie gar nicht mehr. Also wirklich. Hat aber auch so gut wie noch nie Schmierstoffe erhalten. Also nicht nachträglich. So. Funktioniert einwandfrei wieder. Ein bisschen Schmierstoff und alles läuft eben wie geschmiert. Das stimmt halt immer. Ist halt so, ich mache das jetzt mal im Schnellverfahren. Also, was müssen wir hier machen? Mitkommen. Bremszug hinten. Ah, der ist fest. Der funktioniert nicht mehr. Bremse vorne ist total verbogen. Bremszug hinten zieht so gut wie gar nicht, weil übliche hier gebrochen. Da kommt Wasser rein, das oxidiert und das wart. Also, da passiert nicht mehr viel. Wo mache ich die Kamera fest? Das ist jetzt das Wichtigste an der Geschichte. Kamera ist fest. So, ich trenne hier hinten jetzt ab. Bapp, seid ihr jetzt mit dabei? Live am Rad quasi. Ihr klemmt quasi mit dabei. Bin auch mal sehr grob bei so was an den Cutten. Ist ja auch alles Müll. Lösen. Ausziehen, ausziehen,
ausziehen. Vorne seid ihr jetzt nicht mit dabei. Aber das ist ja eigentlich nichts. Ich löse den Zug, ziehe ihn raus, schmeiße ihn weg, werfe ihn fort. Ich muss das Ganze hier lang ziehen, wie ich gemerkt habe. Sprung, weil die Kappe nicht durchpasst. Jetzt länge ich einen neuen Zug ab, eine Zughülle und einen Zug. Kappen. So, jetzt haben wir es auf eine Länge gekürzt. Auf die alte Länge. So, so, so. Das ist ja interessant, was Sie da erzählen. Hülle drüber, Anschlaghülse drüber natürlich und rein damit. Hä? Was mache ich denn hier? Hat besoffen oder was? Hat besoffen! Hat besoffen gesagt. Schaut selber einfach. Man kann die ja gar nicht hier umdrehen. Selbst so, da ist alle total verbogen hier. So. Anschlaghülse. Und einmal fest. Zack. Da ist noch keine 8 drin. Oh mein Gott. Und auch sie hat die falschen Hebel dran. Die hat V-Brake-Bremshebel dran. Die funktionieren halt nicht mit einer Zangenbremse. Jetzt kann man den Leuten erklären oder auch sein lassen. Ist das gleiche. Kommt das gleiche bei raus. Besser ist, man lässt es sogar sein, weil es verwirrt die Leute sogar noch mehr. Ah, der hat gesagt, ja, ist alles falsch irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, woran ich bin. Das könnt ihr euch ja nicht begreifen. Ist halt so. Wenn man sich mit der Materie nicht beschäftigt, weiß man es halt nicht, dass das nicht funktionieren kann. Es kann kein V-Brake-Bremshebel. Funktioniert nun mal nicht mit einer Zangenbremse. Das funktioniert einfach nicht. So, hinten sind wir so gut wie fertig. Jetzt wird noch gekürzt. Dann machen wir jetzt hier. Und dann kommt eine Endkappe auf. Quetschhülse. Zack. 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 Fertig. Ja, und das gleiche machen wir jetzt am Vorderrad. Wo bringt euch da an? Natürlich hier oben. Damit ihr Bescheid wisst. Immer schön um die Linse drumherum den Gummi schlingen. Ich weiß gar nicht, ob man was sieht. Das ist ja aber nicht so schlimm. Also, weg. Kommt dann auf. So, tut. Zack. Weg, weg, weg. Gerade gebogen halten schon. Also, der war ja vorhin so krumm. Der brauche ich auch nicht mehr. Also, das muss viel kürzer sein. So, zack. Direkt rein. Umso kürzer, umso besser. Nicht so ein riesen Bogen. Einmal neu. Zug. Hülse. Zughülle. So, Quetschhülse noch nicht. Hier durch. Drücken wir ein bisschen zusammen, ein bisschen rüber und dann da durch. Dann haben wir das Ganze. Easy Repair nennen wir das auf alle Fälle. So, jetzt kann es ein bisschen fester gezogen werden. So bleibt das jetzt. Ne? Kürzen auf die richtige Länge. Zack. Schöne Quetschhülse drauf. Fertig.
Der Bremsbelag ist nah an der Verschleißgrenze. Das muss man den Kunden immer sagen. Die gute Kundin hat aber definitiv kein Geld, um das zu ändern. Daran kann ich nichts ändern. Das Rad ist extrem schräg drin. Die Bremse ist aber so eingestellt, was mich darauf bringt, dass die Gabel verzogen ist, weil hier der Anschlag stimmt. Hier der Achsanschlag stimmt. Die Gabel ist verbogen. Mit anderen Worten, das Rad ist eh ein Totalschaden. Und somit, also wenn ich jetzt anfange, das richten zu wollen, dann müsste ich die Achse aus der Achsauflage schräg in die Achsauflage schräg einstellen. Und das würde bedeuten, dass es verrutscht beim Fahren eventuell. Es ist mit Sicherheit verzogen. Ja, weil, wie gesagt, hier sitzt es richtig drin, hier sitzt es richtig drin. Und hier oben kann ich hier zwei Finger durchschieben auf der Seite hier. Ja, und hier ist, da passt nichts. Also da ist Anschlag. Und die Bremse ist, wie gesagt, auch schon so eingestellt. Das müsste man halt mal checken. Aber da ist das Geld nicht da. Gerade gebogen ist es. Es war ja auch ein Unfall, ne? Weil der, wir erinnern uns ja, der Bremshebel ist ja total verbogen gewesen. Also bist du auf die Seite geknallt und dementsprechend ist es schon wahrscheinlich, dass es ein Unfallrad ist. Die kann vorne wieder gut bremsen, hinten jetzt mit. Geht so wie geht. Ja. Nicht besonders. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber du musst jetzt was machen. Kurbelarm. Jawohl, der Kurbelarm. Ihr habt immer die Draufsicht. Der Kurbelarm, da. Ist er locker? Oh, ein Thun. Na, Gott sei Dank ist er locker. Das will ich gar nicht abkriegen. Thun Futura. Das Pedal muss natürlich noch ab. Ja. Immer nach hinten. Ah, wunderbar. Thun Futura, die hat ausgedient, die ist ausgeschlagen. Kann ja auch mal passieren. So, wo ist das Fett? Ich kann bald nicht mehr. Fett aufs Pedalebene kommt ein bisschen Fett. Sollte man machen. Ebenfalls hier. Das ist schon mal gewechselt worden. Und offensichtlich nicht nachgezogen worden. Wenn man es nicht nachzieht, dann löst sich halt wieder. Ein gebrauchter Kurbelarm. STX oder so. Lagerschraube. Die ist neu, natürlich. Es fehlt noch eine Abdeckung hier für die Seite. Und das Pedal. Wie gesagt, ist alles eingefettet. Abdeckung. Na, ganz schön spielen, Mann. Eieiei. Fertig. Guck mal, wie die Kette hängt. Wenn ich trete, kann ich loslassen. Was haben wir jetzt gemacht? Reifen haben wir gewechselt. Bremsbeläge haben wir gewechselt. Das sind schon zwei Videos. Haha, wenn man es so machen würde. Dann haben wir Bremszüge gewechselt. Vorderrad, Bremszug, Hinterrad, Tretkurbel. Links getauscht. Und sechstens haben wir noch Kette gespannt. So, ja, sechs Videos. Fantastisch. Ich freue mich. Das ist doch super. So kann es laufen, so kann es weitergehen. Wir sehen uns morgen. Ich gehe jetzt nach oben, schneide den ganzen Rotz zusammen und werde euch das um die Ohren ballern. Ob ihr wollt oder nicht, dann müsst ihr durch. Und wenn ihr Bock habt auf mehr, dann abonniert oder sagt wenigstens weiter oder schaut sich einfach an, was auch immer. Jetzt geht's ab nach oben und schauen wir mal, was die Bande oben so macht. Und dann seht ihr mich gleich am Computer. Und ja, liebe Leute, jetzt bin ich hier in meiner Abstellkammer und werde schneiden. Wie jeden Abend zur Beendigung des Abends. Es ist 21 Uhr. Ich werde bestimmt bis 0 Uhr schneiden und dann habt ihr morgen früh den neuen Querschnitt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch auch gefällt und ihr es weiter sagt, ein bisschen Feedback gebt, ob das wirklich gut ist oder so angenommen wird. Meine Mission ist, den Markt zu überschwemmen mit Videos, wie man Dinge repariert.
Mein Ziel ist es, euch zu zeigen, wie ich die Reparaturen ausführe. Und vielleicht kommt es an, vielleicht nicht. Wie gesagt, ich mache das alles alleine. Kamera muss ich dann immer absetzen und hier und da. Und ich habe ja nur zwei Arme. Was soll ich machen, wenn ich einen Schraubenschlüssel und das Objekt halten muss? Und dann noch die Kamera, ist das halt schwierig. Also, habt ein bisschen Nachsicht, dass wir hier nicht die beste Qualität erreichen werden, auf alle Fälle. Und damit verbleibe ich und sage ich mal, wir sehen uns morgen, damit es nicht noch später wird. Also bis dann. Wir sehen uns. Ciao.